Meine 20. Etappe auf dem Jakobsweg bin ich am 9.04.2011 gepilgert. Von Astorga nach El Acebo, ca. 37 Kilometer. Im Aufstieg an diesem Tag waren es ca. 637 Meter und im Abstieg 350 Meter. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, wie man das mit dem Toilettengang auf dem Jakobsweg auf dem Camino macht. Also ich meine, wenn man nur was Kleines machen muss, da kann man ja irgendwo hinter schlüpfen, beziehungsweise wenn man richtig auf die Toilette muss. Bei mir hat es immer so funktioniert, ich bin dann in eine Gaststätte, eine Bar, habe mir da einen Kaffee bestellt und dann kann man da natürlich auch problemlos die Toilette benutzen. Das hat bei mir zum Glück ganz gut funktioniert, weil wenn man sich das vorstellt, alle würden auch die größeren Geschäfte irgendwo am Wegrand machen und da laufen, was weiß ich, am Tag 300 Pilger manchmal vielleicht lang, dann wäre das, glaube ich, schon für die Anwohner und für die Feldbesitzer eine relative Sauerei. Und deswegen habe ich das immer so gehandhabt, dass ich dann halt in der Bar bin. Und wenn man sich überlegt, Kaffee hat damals 1 Euro gekostet, lassen wir den jetzt 2 Euro kosten oder ein Getränk, das ist dann auch in Ordnung für die Toilettenbenutzung. Der Weg kurz vor El Ganso verläuft über relativ schöne Feldwege, zu denen teilweise parallel eine kleinere Landstraße verläuft. In El Ganso habe ich eine ganz tolle Bar verpasst, so eine Cowboy-Bar, die man in vielen, ja, auf vielen Fotos sieht, in vielen Führern auch. Irgendwie bin ich da komplett vorbeigelaufen. Kann auch mal passieren, also wenn ich den Camino das nächste Mal pilger, muss ich mir das fest vornehmen, die Bar mal kurz aufzusuchen. Die kommt auch in zahlreichen Filmen vor, über den Camino nach El Ganso. Läuft man teilweise wieder parallel zur Straße und auch auf der Straße, die aber relativ wenig befahren war, zumindest an dem Tag. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Von der Natur war es relativ karg noch um die Jahreszeit. Man kam dann auch irgendwann wieder an so einem Zaun vorbei, wo zigtausende von kleinen Holzkreuzen in den Zaun reingeflochten waren. Wie immer habe ich mir dafür keine Zeit genommen. Ich wollte meine Strecke packen. Ich hatte mir vorgenommen, ja, so weit wie möglich zu laufen. Und ich wollte an dem Tag auf jeden Fall noch zum Cruz de Ferro, um da meinen Stein abzulegen, den ich die ganze Zeit dabei hatte. Und deshalb habe ich mir da keine Zeit für genommen. Den nächsten Ort, den man an diesem Tag erreicht, ist Rabanal del Camino. Direkt am Ortseingang bzw. eins der ersten Häuser ist ein Hotel mit einer Gaststätte. Hier habe ich dann meine Mittagspause gemacht, habe einen kleinen gemischten Salat mit Thunfisch gegessen. Vor der Gaststätte war ein Pferd angebunden. Ich weiß nicht, ob das ein Pferdepilger war. Die Möglichkeit besteht ja, auch beritten zu pilgern. Auf jeden Fall nach meiner Pause bin ich dann weitergelaufen durch Rabanal durch. Danach kommt man auf eine, ja, kleinere Landstraße. Dieser folgt man, bis dann eine Abbiegung gibt in so eine Art Feldweg und den bin ich dann weitergepilgert. Auf dem Weg gibt es dann einen einzelnen Baum mit einer Schaukel. Das war auch ein bisschen eigenartig. Ich habe mich da nicht drauf gesetzt, weil man hätte den Rucksack wieder absetzen müssen. Das war mir zu anstrengend. Und mit dem Rucksack mich auf die Schaukel zu setzen, so vertrauenswürdig sah die dann doch nicht aus. Also habe ich dann mal die Schaukel Schaukel sein lassen und bin einfach weiter gepilgert. Kurz nach der Schaukel habe ich meine zwei spanischen Pilgerbekannten wieder getroffen, die ich in Estella kennengelernt habe, wo wir in der gleichen Herberge übernachtet hatten und mit denen ich mir regelmäßig so eine Art Pilgerrennen geliefert habe.
Ich habe sie dann mal kurze Zeit wieder überholt, dann haben sie mich überholt und wir haben uns dann kurz vor Fonsevadon noch auf einem kleinen Rastplatz wieder getroffen, wo wir alle Pause gemacht haben und dann einzeln wieder weitergelaufen sind. Sie sind also kurz vor mir weitergelaufen und ich habe einfach noch ein bisschen länger Pause gemacht. Ich weiß dann gar nicht, ob ich sie an dem Tag nochmal getroffen habe, aber wir haben uns, wie gesagt, immer so ein kleines Pegarennen geliefert. Nach der Rast bin ich dann weiter gepilgert. Man erreicht dann relativ zügig den Ort von Fonsevadon. Hier habe ich dann einen kleinen Fehler gemacht und zwar bin ich weiter der Straße gefolgt und nicht durch den Ort gelaufen. Man erreicht allerdings auch über die Straße das Cruz de Ferro. Am Cruz de Ferro angekommen habe ich dann meinen Stein abgelegt. Hab noch eine kurze Rast gemacht, eine Mandarine gegessen und eine Orange und auch noch einen Eiweißriegel, um dann praktisch frisch gestärkt noch den letzten Endspurt des Tages hinzulegen. Am Cruz de Ferro angekommen, legt man dann den Stein, den man von zu Hause mitgenommen hat, ab, als Symbol, dass man seine Seelenlast praktisch hier am Cruz de Ferro zurücklässt. Das ist eine alte Pilgertradition. Ab dem Cruz de Ferro sind es dann circa noch 9 Kilometer bis nach El Acebo. Das bedeutet, je nach Laufgeschwindigkeit und Zustand des Weges ist man noch gute 2 Stunden unterwegs. Je nachdem, wenn man schneller pilgert, natürlich kürzer, aber bei normalem Lauftempo darf man durchaus 2 Stunden rechnen. Der Abstieg nach El Acebo ist relativ heftig, da sich auf dem Weg relativ viel loses Geröll befindet. Und wenn man bedenkt, dass man an dem Tag schon etliche Kilometer in den Beinen hat und man daher auch etwas müde ist, muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht hinfällt und ausrutscht bzw. sich den Fuß verknackst. Am Ortseingang von El Acebo ist ein kleiner Tante-Emma-Laden, wo man nochmal seine Getränke bzw. Vorräte auffüllen kann. Am Ortsausgang war dann die Herberge, die ich mir ausgewählt hatte. Die Herbergsmutter stand auch schon vor der Herberge, hat mich nett empfangen.
Als ich dann reinkam, hat sie mir erstmal ein Glas Wasser angeboten und später auch noch für mich Spaghetti mit Tomatensauce gekocht. Anscheinend sah ich so fertig aus. Das war meine 20. Etappe auf dem Jakobsweg, gepilgert am 9.04.2011.